So, ich bin hier an der Bahnbrücke Marienfelder Allee. Wie ihr sehen könnt, hier geht der Abriss der Brücke weiter. Man ist jetzt hier gerade dabei und buddelt die alten Fundamente aus, damit man anschließend mit dem Neuaufbau der Brücke beginnen kann. So, da kann man diese Markierung sehen, also 4,10 Meter nach oben und 2,25 Meter ab Straßenunterkante muss es runtergehen noch. Und das dürfte auch bald in etwa hinkommen, wie der Bagger dabei ist. Also kernig, kräftig, frisch, frei, fromm von der Leber weg. Ja, und so sieht das von der anderen Seite her aus. Von oben kann ich euch nichts zeigen, weil da sieht man nichts. Da müsste ich, wie gesagt, aufs Baugelände drauf. Und ihr wisst ja, ich betrete Baustellen nur, wenn es mir ausdrücklich erlaubt ist, wie zum Beispiel den Tag, wo ich da an der Baubegehung in Marlow gewesen bin. Mehr also nicht. Und jetzt ist ja ein LKW gekommen, der wird jetzt mit Bauschutt und Aushub beladen. Der fährt dann zum Logistikzentrum in der Bukower Chaussee. Da wird dann die Erde und der Aushub gesiebt. Alles, was an großen Steinen, Moniereisen etc. drin ist, fliegt raus. Und der Erdaushub geht dann unter anderem zum Dammaufbau Richtung Schichauweg. Findet dort dann weitere Verwendung. So, hier bin ich jetzt, wie ihr eben schon sehen konntet, auf der Fußgängerbrücke über dem Teltow-Kanal. Im Bild könnt ihr jetzt sehen die Vorbrücke zum Teltow-Kanal. Die Kollegen haben da jetzt die letzten Moniereisen eingebaut und wir haben es heute Mittwoch und dann noch so ein paar Restarbeiten zu machen. Also gehe ich mal von aus, dass ab nächste Woche dann die Vorbrücke auf jeden Fall betoniert wird. Ja, der Pfeiler ist immer noch nicht ausgepackt, wie ihr sehen könnt. Zumindest die zweite Hälfte. Die erste Hälfte ist schon gestrippt, wie ihr sehen könnt. Das müsste ja sein, weil man sonst keine Auflagepunkte gehabt hätte für die Vorbrücke.
Und jetzt zeige ich euch gleich nochmal das Widerlager Süd von der Teltowkanalbrücke aussieht. So, das ist jetzt Widerlager Süd. Wie ihr sehen könnt, die Moniereisenbauer sind auch dabei und schweißen noch Moniereisen zusammen. Und dann wird das, denke ich mal, hier auch demnächst ordentlich anständig weitergehen. Denn man will ja hier bald mit dem Brückenaufbau der Teltowkanalbrücke möglichst zeitnah beginnen, dass es so wenig wie möglich Bauzeitverzug gibt. Weil bisher liegt man zwar gut, aber man muss ja nicht auf den letzten Moment fertig werden. So, und ich habe wieder Glück. Heute kommt auch wieder ein Binnenschiff angefahren. Diesmal aus Richtung Zehlendorf-Steglitz in Richtung Neukölln. Ja, vor dem Binnenschiff hat eben noch eine Ente die Flugbahnfahrbahn gekreuzt. So, und das ist BM 5234 aus Polen. Mit einer Ladung geschreddertem Holz. Tuckert er dahin. Beheimatet ist das Schiff in Stettin. Wohin er seine Ladung bringt, kann ich euch nicht sagen. Das weiß ich also nicht. Ja, das war es jetzt erstmal hier von der Teltowkanalbrückenüberführung. Ich werde mal jetzt noch einen Gang machen hinten zur Stützwand hin und da sehen wir uns dann gleich noch mal wieder. So, hier jetzt ein Blick auf die Stützwand, die im Bau ist. So, das, was man in der Bildmitte sieht, diesen blauen Streifen. Das ist das vorletzte Element der Stützwand, also das vorletzte gerade Element sozusagen. Im Vordergrund sieht man dieses Auslaufelement, also was dann praktisch in den Damm übergeht. Und zwischen den letzten Geraden und diesem Auslaufelement fehlt dann noch ein Element. Aber das kann erst gemacht werden, wenn dieses Auslaufelement fertig betoniert ist. Also man ist im Moment gerade dabei, bei diesem Auslaufelement diese Moniereisen einzubringen. Wenn die drinne sind, kommt die zweite Außenschalltafel daneben. Dann werden die Enden noch dicht gemacht und dann kann Beton da rein. Und wenn der ausgehärtet ist, kann dann mit dem Aufbau des letzten Stützwandelementes hier zwischen Attila-Straße und Teltowkanalbrücke begonnen werden. Und wenn man das dann fertig hat, dann muss die Stützwand von innen noch abgedichtet werden, was ihr ja eben bei der Überfahrt gesehen habt. Ist das teilweise schon geschehen, aber das muss dann noch weiter gemacht werden.
Und wenn das dann weiter ist, dann kann man hier dann auch mit verfüllen der Stützwand beginnen. So, Freunde der Nacht, ich werde mich jetzt zum Kamenzer Damm aufmachen und mal gucken, was man dort zu sehen kriegt. Wenn wir uns von unterwegs wiedersehen, werdet das ja sehen. Wenn nicht, dann bis gleich am Kamenzer Damm oder unterwegs. Bis denn. So, hier bin ich jetzt am Kamenzer Damm, Blick Richtung Norden, also Richtung Teltowkanal. So, links könnt ihr sehen, da finden im Moment kleinere Gleisbauarbeiten im Anschluss von Oil Tanking statt. Die Arbeiten werden von der, wenn ich das richtig gelesen habe, von der Firma Grabinger aus dem Jerichoer Land erledigt. Ich gehe mal davon aus, dass da Schwellen getauscht werden. Und gleichzeitig wird dann damit sicherlich, jo, ein Bus fährt wieder über die Brücke. Also wie gesagt, hier wird sicherlich Schwellenwechsel stattfinden. Da ein paar sicherlich breit sind und gleichzeitig wird damit dann sicherlich einhergehen, auch ein klein wenig Schotteraustausch. So, und auf der linken Seite könnt ihr jetzt die Fernbahntrasse sehen. Die ist, also das Basement, also die Betongrundplatte, die ist bis zur Hälfte vom Tanklager fertig. Und das hintere Viertel vom Tanklageranschluss bis Richtung Teltowkanalbrücke. Dort befindet sich diese Schall- und Vibrationsschutzwanne schon im Aufbau. Im Vordergrund kann man sehen, da hat man jetzt schon diese Gummifließmatten verlegt. Also bis jetzt hier vorne her. Also wird das da sicherlich dann auch bald mit dem Betonieren der Grundplatte einhergehen. Ja, das ist soweit jetzt hier die nördliche Seite. Und jetzt werde ich gleich mal rübergehen auf die andere Seite, also sprich praktisch auf die südliche Seite. Bis gleich. So, das ist jetzt hier der Blick Richtung Marienfelde. Was hat sich hier in den letzten Wochen, seitdem ich hier war, getan? Nun, man ist hier immer noch dabei und macht die Drainageleitung rechts und links neben der Trasse rein. Im Vordergrund dieses Rohr, was man da sehen kann. Und dahinter liegt so eine Fließrolle. In diese Fließrollen werden die Drainagerohre eingepackt, sodass praktisch nur das Wasser in den Kanal reinläuft und nicht der Sand, wenn es regnet, dann ebenfalls in die Drainage mit reinläuft. Im Hintergrund, ganz hinten, ja, ich weiß nicht, ob man das hier von hier aus erkennen kann, wo auf jeden Fall rechts neben dem Baukran, dort stehen in dem Bereich, wo ganz hinten das Signal ist, die ersten drei Fahrleitungsmasten. Die stehen da allerdings jetzt schon seit 5-6 Wochen mindestens. Die hat man aus Beton errichtet, also in dem oberen Bereich da hinten wird man tatsächlich Betonmasten
Dochstellen und hier im Vordergrund sichtbar sieht man ja schon die Mastfundamente für Stahlmasten. Wie gesagt, da hinten steht auch noch ein Bulldozer, mit dem ist man also jetzt erstmal grob dabei und bereitet sich jetzt hier auf jeden Fall schon mal auf den Trassenuntergrund so ein bisschen vor. Aber hier hat das noch Zeit mit Aufbau, weil wie gesagt die Brücke in Marienfelde, über die Marienfelder Allee Großbärenstraße, ist ja ebenfalls noch nicht fertig. Daher hat man hier also noch so einen kleinen Zeitpuffer, von wegen, dass man sich hier so ein bisschen noch in Ruhe austoben kann. Ja, das war es soweit, was ich von hier jetzt erstmal von der Dresdner Bahn berichten kann. Mein nächstes Video, mal gucken, ob ich die Woche noch eins mache. Mal sehen, wollen wir mal schauen. Ich bin im Moment so ein bisschen Kreuzlahm. Also meine lieben Bandscheiben L4, L5, L5, S1 haben mich mal wieder so ein bisschen in der Piesackung. Und daher ist das mit zu Fuß und Laufen eigentlich nicht so, wie es geht. Aber egal, kurzer Rede, langer Sinn. Ich wünsche euch erstmal was. Habt einen schönen Abend, habt eine schöne Woche. Die Woche soll ja noch gutes Wetter werden. Also haut rein, Freunde, und bis demnächst in diesem Kino. Bye, bye.